Das würde ich diesem Darius zutrauen, Jesus. Gott, ich bin so schreckhaft, das ist nicht gesund. Nachdem ich eine halbe Ewigkeit durch diese Ruinen gelaufen bin und kein einziges Mal irgendwo irgendwie eine Falle, also Fallen schon, aber kein einziges Mal irgendein Monster erschienen ist. Oh, guten Tag. Hui, warum hast du als Bogenschütze so viel Leben? Mehr als dein Kollege von gerade eben. Oh, hier zeigt es mir hin. Hallo, oh mein Gott, oh mein Gott. Was ist das hier für ein Clusterfuck von Goblins? Zeit, meine selbstgebrauten. Ja, was nehmen wir denn da? Ich will nochmal gucken, wie schnell ist mein Magiker genau regeneriert. Ah nee, doch nicht ganz so schnell. Einige von euch haben gesagt, oh, wenn du so einen Trank trinkst, kannst du ja für 30 Sekunden lang, oder so lange wie der Trank auch immer anhält, ununterbrochen casten. Ist das geil, Mann? Nö, nicht ganz. Ha! Oh, Jesus. Ich habe nicht gesehen, dass der einen Bogen hat. Du Sackmann. Aber dieser Trank ist doch schon ziemlich krass, den ich mir da gebraut habe. Ich kann es ehrlich gesagt nicht erwarten, hier alles auf Maximum zu skillen. Mit Alchemie. Und dann werden wir so brutale Tränke brauen, dass es sich gewaschen hat. Wir werden Ultra der Magier sein. Wir werden dann eigentlich gar keinen Bedarf mehr an irgendwelchen anderen Dingen haben. Also an irgendwelchen Mana-Pots. Oder an Regenerieren oder sonst irgendetwas. Ich habe ja jetzt schon allein 41 Genesungstränke, das ist schon krank genug. So, sonderbare Statue, das Ding ist ja riesig. Okay. Ah ja, ich konnte das erste Artefakt bergen, fehlen noch zwei. Also ist es scheinbar doch nicht mehr so ganz, wie ich mir das gedacht habe. Was heißt nicht mehr? Es war von Anfang an nicht so. So, haben wir alles in dieser Ruine? Ich glaube schon. Sehr gut. Und zwar, dass wir jetzt bestimmt dort rauskommen, wie ich am Anfang gesagt habe. Nein, aber dass es in den drei Ruinen keine Artefakte geben wird, die dieser Kerl haben will. Nein, wir sind wohl ganz anders rausgekommen. Okay. Aber ich habe eine andere Theorie. Ne, auch noch gehabt von Anfang an. Oh, das geht ein bisschen hier runter. Sehen wir von hier aus irgendwelche Feuerfunkenkapseln oder Eispranken? Das ist die größere Frage. Irgendwo? Vielleicht so ein bisschen? Nein? Vielleicht, wenn wir hier hochgehen, wenn wir das können? Hm, nicht ganz. Oh, was ist da unten? Da ist ja... Was sind da so viele Goblins? Ich habe das Gefühl, ich muss das da mal aufräumen. Was macht ihr... Ah, Eispranke, sehr gut. Was macht ihr hier? So. Ich frage mich immer, was dieses komische nasale Geräusch ist, wenn ich einen von denen kille. Dieses... Haben die irgendwie Asthma oder sowas? Dann tun sie mir leid. Sonst ist hier aber, glaube ich, nichts. Einfach so ein kleiner Ort für die Leute, die ganz besonders entdeckerfreudig sind. Oder vielleicht ist es sogar so gedacht... Hey, wenn du dich ein bisschen umschaust und aus der Tempelanlage rauskommst, dann siehst du noch das hier. Und noch mehr tragen. Nice. Ach ja, so, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt zur nächsten Ruine. Die ist ja jetzt nicht so weit weg. Oh, hier gibt es auch nichts so Besonderes, wie ich mich schnell hinteleportieren könnte. Gut, dann gehe ich einfach mal so dahin, zu Fuß. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Obwohl, diesen Weg habe ich eigentlich noch nicht erkundet. Moment, ist die... Oh. Die Quest ist gar nicht mehr aktiv bei mir. Komischerweise, die Questmarker haben sich von selbst ausgeschaltet. Das ist jetzt ein bisschen merkwürdig. Egal. Going with the flow. Ich mache einfach mal weiter. Und hoffe, dass nur die Questmarker fehlen und nicht die Quest ansonsten auch gebuggt ist.
Sollte aber noch alles super sein. Wer seid ihr denn? Wer bist du denn? Bist du ein Feind? Du läufst aber komisch. Hallo? Merok. Ich will keinen... Ach, ich glaube, den haben wir auch so schon mal gesehen. Das sind wieder unsere joggenden Händler. Never gets old. So, darüber, hier lang, genau. Hier sind wir schon mal ganz gut. Ganz gut unterwegs. Dies scheint der richtig eingeschlagene Weg zu sein. Mana-Kapelle Ansa, da waren wir schon mal. Diese liegt auf jeden Fall auf dem Weg. Oh, ich erinnere mich sogar noch, wie wir da drin waren. Ich habe damals einen Screenshot von diesem See gemacht. I remember. Hier waren wir schon mal. Genau, ach, die Köhlerei, ich erinnere mich. Gerade eben habe ich mich dadurch erinnert, weil wir hier mal durchgelaufen sind und auf der anderen Seite müssten hier gleich so Bauernfelder sein. Ich erinnere mich noch ganz genau, es ist ja nur ein Jahr her und hier wurden wir auch von einem Bären angefallen. Das war nicht sehr nett. So, irgendwo hier, gleich hier muss es sein. Oh, Lex. Beruhig dich, Nerim, alles ist gut. Ah, schon wieder, du Drecksack. Diesmal habe ich den ersten Schlag bekommen. Was leider nicht sehr oft der Fall ist, wenn ich irgendwo in der Wildnis unterwegs bin. Große offene Flächen, keine besonderen Pflanzen für Stone. Für Sanaa, müsste ich eigentlich sagen. Ah, da oben. Sehr gut. Ich glaube, ich sehe schon die Statue, wo ich den Steinschlüssel inserieren müsste. Insertieren eher. Oh Gott, wie kommen wir da jetzt hoch? Ich glaube, einmal zur Köhlerei und dann müssen wir die Ruine von hinten nehmen. Einige Ruinen können halt einfach nur von hinten genommen werden. Anders geht das nicht. Hier haben wir einmal einen Ausflug in der Nacht gemacht zur Köhlerei und einmal waren wir für einen Kopfgeldauftrag hier. Das ist der Wahnsinn, wie lange ich mich mit diesem Spiel beschäftigen kann. Oh, und Leute, eine kleine Sache, die ich euch noch unbedingt sagen wollte, die mir erst nach der letzten Aufnahme aufgefallen ist, was ich eigentlich ziemlich amazing finde. Und zwar, mein Oblivion Let's Play ist ja 144 Parts lang und jetzt mit Nerim sind wir gerade mal so ein bisschen über die 100. Aber wenn ihr auf die Playlist geht von Oblivion und Nerim, dann könnt ihr ja gucken, wie lang schon gezockt wurde, also wie lang die zusammengenommene Spielzeit ist. Und Oblivion liegt bei circa 33 oder 34 Stunden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und mit Nerim haben wir ja schon jetzt die 40 Stunden geknackt. Oh Gott, geh weg! Ist das nicht awesome? Es ist awesome, ich muss euch gar nicht fragen. So, ein bisschen Gammelfleisch hier. Gott, wir haben wirklich schon mehr... Ich konnte das damals nicht glauben, ich kann das jetzt immer noch nicht glauben. Wir haben schon mehr... Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Mehr Nerim gezockt, als in dem 144-Part langen Oblivion-Let's Play. Wahnsinn. Einfach der Wahnsinn. Wir haben zwar deutlich mehr Zeit... Ach, so läuft das. Einmal anklicken, damit das hier aufgeht. Und einmal den Schlüssel reinstecken. Wobei wir da oben die Ritze für den Schlüssel gar nicht theoretisch erreichen können. So, was wollte ich sagen? Oh, hier wird's schon creepy. Wir haben deutlich mehr erreicht in Oblivion, weil ich Oblivion ja schon wie meine Westentasche kannte im Prinzip. Und deswegen musste ich nicht lange überlegen, wo man welche Quests zu erledigen hat und wie sie zu erledigen sind. Und ich habe das ja alles... Mist. Das Ding fährt nach oben, das sieht schon so aus. Ja, genau, also, was wollte ich sagen? Ich bin gerade eben konzentriert ein bisschen gesprungen. Oblivion habe ich sehr, 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 sehr stark questbasiert gemacht und Nerim ist einfach so ein exploratives Spiel.
Man macht einfach wahnsinnig falsch. Oh, nein, man macht wahnsinnig viel mit Erkunden und läuft sehr viel rum. Oh, achso. Ich habe gerade eben auf die Stacheln geguckt, war so komplett perplex und habe aus dem Augenwinkel gesehen, dass irgendwas auf mich zugerast kommt. Na super. Sprünge über bewegliche Objekte sind schwerer zu meistern als normale Sprünge. Um sicherer abzuspringen, solltet ihr euren Blick auf den Boden richten. Ein anschließender, schneller, mehrmals hintereinander ausgeführter Sprung lässt euch dabei sicherer abspringen. Wie? Anschließend schneller, mehrmals hintereinander ausgeführter Sprung. Ein mehrmals hintereinander ausgeführter Sprung? Wie meinen die das denn? Na gut, egal. Wenn ich das hier schon so sehe, dafür brauchen wir ja eigentlich nicht mal die Fackel. Ich mach sie aus, weil das dadurch ein bisschen stimmiger ist. So, Spielstand überschreiben. Achso, hier übrigens, meine Freunde. Weil ich habe ja im Nerim Let's Play Special Folge 100 gesagt, dass ich vielleicht so einen Überblick über die gesamte Welt von Nerim machen wollte und dann sehr hochgeflogen bin mit meinem Charakter. Das ist hier der Ausblick. Hier in der Vorschau könnt ihr es sehen. Blau. Und man kann in der Oblivion Innie in den Einstellungen die Sichtweite, diesen Fog, diesen Nebel, komplett entfernen. Das ist hier übrigens die Standard-maximale Sichtweite. Den Nebel kann man entfernen, aber dann sieht man sehr unhübsche Ergebnisse weiter in der Ferne, weil das Limit, bis wohin die einzelnen Grids, also Bereiche, geladen werden mit der Oblivion Engine, ist auch begrenzt. Also konnte ich euch leider nicht diesen super Ausblick liefern. Ging leider nicht. So, wollen wir mal. Also, wenn das Ding das nächste Mal rausfährt, wollen wir mal ein bisschen jumpen hier. So. Das lief ja schon mal ganz gut. Bisher. Götterfäuste. Eisenschlachtaxt. Lame. Götterfäuste. Das macht mich jetzt gerade so ein bisschen an. Schwere Rüstungen können aber nichts. Passen aber zu meinem restlichen Bling-Bling-Design. Mana-Griff, auch wenn... Moment, ich muss das Ding kurz auf Maximum reparieren. So. 5 Rüstungen. Nope, meine Mana-Fäuste haben 7 Rüstungen. Und die waren vorher auch unverzaubert. Dann bleibe ich doch bei denen. Also, wie ist das Ding? Götterfäuste, nicht so der Burner jetzt. Ansonsten ist ja auch nichts außer einer Eisenschlachtaxt, die ist aber komplett uninteressant. So, wohin jetzt? Ah ja. I see. Und jetzt? Ah ja. Und jetzt? Ah ja. Springen! So, sehr gut. Das war ja nicht schwer. Hallo? Oh, ich liebe diese mysteriöse Musik. Das sieht zu einfach aus. Wo ist die Falle? Hopp! Im Flug eingesammelt, mehr oder weniger. Auch das zweite Artefakt konnte ich bergen, nur noch eines ist übrig. Ah. Sonst irgendwas verpasst ihr in diesem Raum? Aha. Was? Kampfmusik? Wer hat's auf mich abgesehen? Aha. Oh, was ich schon immer mal ausprobieren wollte, was wir bisher noch nie gemacht haben. Und zwar mal einen ganz besonderen Zauber. Moment kurz, wo haben wir den? Hier, Gegenzauber, Stille. Jetzt müsst ihr ja nur noch Nahkampfangriffe machen können für 10 Sekunden. Tatsächlich, ah, ist das geil. Na, ist da jemand hilflos? Oh, ich muss mir das auf einen Hotkey legen, damit werden die Gegner viel einfacher. Boah, ich liebe es, Skills schön effizient ausnutzen zu können. Auch wenn es hier in diesem Fall wahrscheinlich auch wieder ein paar Klugscheißer geben wird. Was? Effizient ausnutzen, Herr Stone? Du könntest noch dies und das verbessern und das auch und das und ich? Oh, Jesus, Leute, seriously? Das soll ja noch Spaß machen. Oh, hallo. Ach so. Na. Oh, da hat's ihn zerfetzt. Ein paar Low-Level-Skelette.
Einfach so, damit wir warm bleiben. Ich frag mich echt, für was für ein Level die Quest gedacht war. Oh, und wir sind draußen. Oh, das ist hier ganz schön buschig. So schön buschig. Na, wo sind wir denn? Ah, da drüben sind wir reingegangen. Jetzt sind wir hier. Nice. Ah! Sehr, sehr gut. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Dann können wir jetzt direkt weiter. Hier, verschollene Tempelanlage. Das ist jetzt der nächste Punkt, mit dem wir die Quest weitermachen können. Die ist aber ein bisschen weiter weg. Wir haben jetzt noch Quests hier und hier. Das heißt, wir können so ein Dreierpack Quests direkt in einem Rutsch machen. Und zwar, der Zwergendieb ist ein bisschen weiter oben, genau hier. Super, das liegt hier alles auf einer Straße. Extrem praktisch. Und Alcazars letzte Bastion. Da hat uns die Quest mit den Minen hingeführt. Dann würde ich sagen, Moment, nach Furzsanden können wir nicht. Ich habe eine Idee. Ich werde zuerst... Salen, Gilead, ungefähr gleich weit hier so vom Weg her. Zuerst mich zum Sanktum teleportieren. Und dann hier reinlaufen, in die Ruinen. Damit ich mir Zaubereffektivität 105%, bejesus, wie habe ich das denn hingekriegt? Und meine Ausdauer war noch nicht mal voll. Jetzt nur noch 92. What the fuck? Das ist sehr komisch. Na gut, egal. So, was wollte ich sagen? Ihr müsst mir jetzt nicht zusehen, wie ich tatsächlich komplett nochmal zu der Ruine hinlaufe. Wie machen wir das jetzt am besten? Ach, da fällt mir ja sogar ein, ich kann ja... Um da durchzukommen, müsste ich irgendwie hier so rum... Und die sind ja, das ist ja hier unbetretbar geworden. Die magische Konzentration ist an diesem Ort so hoch... Ebenenwandler verdient. What? Was ist das denn? Erfolg, Ebenenwandler. Ich möchte wissen, was dies ist. Ach, für 20 Teleports. Nice. Boah, ich habe mir letztens die komplette Liste an Nerim-Achievements angeguckt. Holy sweet bejesus, gibt es viele Achievements für dieses Game. Das hätte ich nicht gedacht. Meine Güte. So, wenn wir das Pferd haben... Entschuldigung, der Esel. Ich wollte hier keine Esel diskriminieren. Laufen wir mal kurz hier einmal außen rum. Hier war ja ein Weg. Genau. Und dann... Oh Gott. Bitte halte das aus, Bonnie. Oh. Ah, das ging sogar. So, dann wollen wir mal die zwei Öhrchen hier genießen. Mal kurz speichern. Und dann nochmal hoch zu der Ruine. Und ich würde sagen, ich schneide jetzt direkt zum Nerim-Zeichen. Denn den Weg kennt ihr ja schon. Also wir sind ja das alles hier schon mal komplett abgelaufen. Hier gibt es absolut nichts Neues für euch. Und wenn es was Neues gibt, dann werde ich auf jeden Fall für euch dahin schneiden. Unos momentos, meine Freunde. Amandas Grotte. Habe ich das damals nachgeguckt? Die Schaufel ist kaputt gegangen. Haben wir das gelootet? Das ist die andere Frage. Jawohl. Das würde ich gerne noch nachschauen. So apropos, falls ich irgendwas Interessantes finde. Amanda, bist du noch da?